Moin aus Berlin, Zul Zul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, was wollten wir denn überhaupt? Warte mal. Zu zwei Verabredungen gehen müsste sie. Das kriegen wir noch hin. Was ist mit ihr? Bei drei Verabredungen Gold gewinnen? Ja, ich glaube. Sammy, fünf Fähigkeiten Level 5 erreichen. Was könnte er denn tun? Er könnte. Ist das. Warte mal. Was ist denn das hier? Die Wände unten. Reparieren. Was muss sie mit bestem Freund auf Lebenszeit verheiratet sein? Okay. Einladen auf dem Grundstück abzuhängen. Oh, wir müssen uns mal wieder um den Max kümmern, glaube ich. So, und Sammy. Schreiben. Der schreibt, du schreibst ein Genrebuch. Für Kinder. Ein Genrebuch. Das heißt ja Genre, nicht Genre. Ich habe Zeit meines Lebens Genre gesagt. Ist nie die zahme Schildkröte und andere Tipps für den Kindergarten. Ja, ist gut. Das nennen wir so. Genau so. Gottchen, ey. Leben in die Bude bringen, komm. Es ist ja schlimm hier. Techtelmechtel mit Max. So. Sanft küssen. Und dann werden wir die Hochzeitsfeier planen. Wie war das denn? Die Frage ist jetzt, ist das jetzt Freund auf Lebenszeit oder nicht? Aber eigentlich ja schon, oder? Oh, unsere Haushälterin kommt zum Putzen. Mal gucken, ob sie sich wieder festbacken. Das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Techtelmechtel im Pool. Jetzt kommt der Bug, pass auf. Da ist der Hochzeitsbogen. Ja. Und dann planen wir die Hochzeitsfeier, würde ich sagen. Meine Katze hat wieder eine Fliege oder sowas entdeckt, die nicht mit ihr spielen will. Deswegen maunzt sie hier rum. Katzen sind doch komische Tiere. Ah, verführerisch sein. Leidenschaftlich küssen. Komm, wir planen mal die Hochzeitsfeier. So, Hochzeit. Das da, genau. Weiter. Brautpaar. Ist klar. Die Gäste. Caroline, Lena, Sammy. Die sollen das wenigstens noch miterleben. Wo ist denn der... Hä? Das müssen wir später planen, weil hier die Hälfte nicht da ist. Müssen das mal vorlaufen lassen.
Weil wenn die alle auf der Arbeit sind, kann ich sie nicht als Gäste wählen. Das ist ja Schwachsinn. Was macht denn der? Kommt zu spät zur Arbeit, ne? Und? Wen interessiert das? Schreiben. Noch ein Genrebuch. Wir schreiben noch eins über Kinder. Ja. Schreiben. Genre. Kinder. Ach, die Arbeit hätte sie jetzt aber auch flitzen lassen können. Mal ganz ehrlich. Jetzt können wir wieder keine Hochzeit feiern. Wenn wir bis zum Wochenende warten, oder was? Was ist überhaupt los? Gar nichts mehr? Wo sind die alle? Alex. Letzte Reserven. Ja, Gas geben. So, pass auf, Anne. Du könntest noch mal schauen, ob der noch da ist. Oh, der... Jonas, der ist so, müsste noch... Ah ja, Max, da ist er. Max Offermann. So, komm mal rüber. Jetzt sind nämlich alle wieder da. Und jetzt können wir theoretisch die Hochzeit planen. Du, pass mal auf. Und das machen wir jetzt nämlich auch. Was ist ihm denn? So. Hochzeitsfeierplan. Warum ist denn der so sauer? Ist er nicht ganz dicht, wütend, weil? Okay, Gäste. Genau, und hier haben wir sie jetzt nämlich. Alle, die wir einladen können. Caterer, Rolle besetzen. Mixer, Rolle besetzen. Und Musiker ebenfalls. Rolle besetzen. Und wir machen das Ganze hier zu Hause, weil das Haus ist groß genug und auch schön genug. So, was hast du für ein Problem? Weil? Hitzkopf. Ah ja. So. Erstes Ziel heiraten. 2 Stunden mit Gästen reden. Aha. Gäste die Zeremonie ansehen lassen. Oha, sie hat eine Brille, okay. Hier hingehen. Hier hingehen. Hier hingehen. Hauptziel heiraten. Zack. Max Offermann heiraten und die gucken jetzt alle zu. So muss das sein. Hoffe ich jedenfalls, dass die alle zugucken. So, die wandern alle hier hin. Hier hingehen. Boah, er hat aber auch eine coole Brille. Auf hier. Wo ist denn der Max? Oh oh, weißt du, was wir gar nicht haben? Vielleicht kriegen wir gleich noch eine. Eine Torte fehlt noch. Wir haben gar keine Torte gebacken. Ja, was für eine schöne Zeremonie. Aber uns fehlt trotzdem noch die Torte, gell? Pass auf, dann machen wir Folgendes. Du kannst nichts, also pass auf. Getränk bestellen. Zuckerzunder, so. Dann Getränk bestellen. Du nimmst eine Orangeade. Du kannst auch ein Getränk bestellen. Saft on the rocks.
Wenig Anforderungen diesmal. Und die Anne. Ein Stück nehmen. Hochzeitstorte anschneiden. Das wär, jawohl, wunderbar. Jetzt brauchen wir noch drei Leute, die trinken und dann war's das im Prinzip schon, oder? Zweite Getränk. Dritte Getränk, Prost. Was passiert denn? Ja, das funktioniert. Trinken. Der zweite? Dann haben wir die Hochzeit schon geschafft. Das war ja leicht diesmal. Keine großartigen Anforderungen, oder? Okay. Speisen essen. So, pass auf. Zum Essen rufen. Torte essen, trinken. Okay. Das läuft heute. Das war's. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, aber das da unten nicht. Knallbonbon öffnen. Bester Freund auf Lebenser. Klick auf den Schatz eines Sims und wähle in der Kategorie romantisch heiraten. Okay. Komisch. Romantisch heiraten. Wo ist dein Mann überhaupt? Wer ist er denn? Hä? Ja, man kann in so einem Kleid doch mal eben ein paar Liegestützen hinlegen, ne? Aber romantisch heiraten hatte ich gar nicht. Klicke auf den Schatz eines Sims und wähle in der Kategorie romantisch. Romantik heiraten, ja, das haben wir ja gemacht. Heiratsantrag hatten wir ja auch schon gemacht, aber irgendwie ist da jetzt was schiefgelaufen. Hm, was willst du machen? Warum hatten sie jetzt ihr Dings ausgezogen? Ewige Liebe erklären, ne? Romantik. Uchima. Wafikadaki Avenue. Bonsa. Bestafuni. Oh, Dolphus Rabuda. Frickabel. Bräutigam. Warum hat sie ihr Hochzeitskleid nicht mehr an? Kiss a noy wonderfash. Utsu. Aragaba Yemfu. Der liegt schon im Bett. Ein braves Kind, ey, ganz ehrlich. Pennen auch schon alle.
Ja, ich würde sagen, die Hochzeit haben wir geschafft, das Bestreben da unten komischerweise nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Oder das Bestreben wird erst erfüllt, wenn die Hochzeit komplett durch ist. Aber was Neues haben wir da ja nicht. Das ist schon komisch. Unglaublich. Ach, das ist Marvin Müller. Aha. Oder hier hängt wieder was, weil hier oben scheint es nämlich auch irgendwie nicht weiter. Doch, es läuft weiter, oder? Wir gucken uns das mal eben an. Und dann sind wir auch am Ende der Folge tatsächlich angelangt. Wir warten noch eben auf den Abschluss. So. Ich habe mal eben ein Tier eingefangen. Keine Ahnung, ich weiß, da war die Katze hinterher. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Jetzt ist es weg. Irgendein Insekt. Was weiß ich. Sah böse aus. War bestimmt auch böse. Hätte mich bestimmt gebissen oder so. So, komm, mach zu da oben. So, wir haben es geschafft. Das Bestreben allerdings nicht. Aber eine Goldhochzeit immerhin. Naja, dann bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.